So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen, ja, zu einem Angezockt oder so von Dead by Daylight. Ich probiere mich mal hier an Dead by Daylight. Ich muss hier noch meine Box. Ist jetzt ein spontanes Aufnehmen. Ich habe gerade mal so ein bisschen gedaddelt. Und ja, und er ist schon da, weil ich jetzt wieder zu lang rumgemerrt habe hier. Okay, ne, ist wieder weg. Ja, Dead by Daylight dürfte eigentlich jedem bekannt sein, der irgendwie Let's Plays guckt oder der überhaupt. Wir sind vier Survivor, also vier, ich sag mal, Teenies oder vier Leute, die entkommen müssen von einem Killer. Vor einem Killer. Wir können nichts weiter als diese, als wegrennen. Und wir müssen ja, und das war wieder dumm. Wir müssen Generatoren anschalten. Oh, da ist schon einer. Wir müssen Generatoren anschalten und dann vier und fünf Generatoren müssen wir insgesamt anschalten. Und dann öffnet sich der Ausgang. Ich raff's gerade nicht. Dann muss man aber sich nicht testen. Jetzt habe ich mich wieder um die Umgebung umgeschaut. Mein Gott, ich bin gerade zu blöd dazu. Und ja, und der Killer muss uns fangen und muss uns an Häkchen hängen. Und ja, da hängt schon einer von unseren Leuten. Mein Gott. So. Wir müssen immer auf den Herzschlag hören, weil dann ist der Killer in der Nähe. Obwohl es ja jetzt schon wieder andere Killer gibt. Gibt es noch einen mit Motorsäge. Und dann gibt es einen, der sich unsichtbar machen kann. Wir werden sehen, welchen er hat. Und ja. Ah, fuck, Mann. Ja, es ist... Na super. Ich hatte jetzt eine Runde gespielt. Und mir ging der Arsch eigentlich auf Grundeis. Und ich hoffe... Und das war alles so knapp. Da ist mein Teamkamerad. Der Ausgang war offen. Ist rausgerannt. Ist vor dem Ausgang noch eine Bärenfalle getreten. Dann kam noch... dann kam der Killer und ist selber in seine eigene Bärenfalle getreten. Da konnte dann doch noch entkommen. Das war mega knapp. Okay, wieder einer am Haken. Man kann jetzt natürlich auch seine Mitspieler retten, aber irgendwie bin ich froh, wenn ich das hier jetzt erstmal gebacken kriege. Komm schon. Boah. Ja, zurzeit ist der Killer nicht hier. Das finde ich gut. Komm schon. Komm schon. Ah, so, das erste Ding ist an. Aber wie gesagt, wir brauchen fünf Stück und dann geht der Ausgang auf. Oder wenn man der Letzte ist, oder sowieso, oder wenn man zwei anhat, dann geht irgendwie, dann gibt es hier auch eine Klappe. Eine Bodenklappe, wo man rausrennen kann, schnell. Okay, wir haben hier... Oh, 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 oh. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Nein, er kommt. Er hat mich nicht gesehen. Okay, er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Okay. Okay. Hallo? Okay, er hat auf jeden Fall nicht den Geist. Das ist sehr, 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 sehr gut. Weil der kann sich nämlich unsichtbar machen. Ich glaube, der hat jetzt den ganz normalen Killer. Okay, das ist schon an. Ja, bin ich denn jetzt hier echt noch der Einzige, der hier noch... Oh mein Gott. Und hat wieder beim Dings verkackt. Ich laufe absichtlich langsam. Da ist noch einer. Okay, ich glaube... Warum ist die Bodenklappe nicht auf? Geht es doch bloß, wenn man alleine ist, oder was? Ah, fuck, ich bin so blöd. Ja. Super. Und man ist auch regelrecht angespannt hier.
Also regelrecht angespannt hier bei dem Spiel. Also, es ist, glaube ich, hier keinem zu verübeln, wenn man nicht viel redet oder so, aber... Entschuldigung. Geht hier schon die ganze Zeit eine Fliege auf den Sack. Jemand kommt zu mir. Ach, ich Idiot. Das ist immer so ärgerlich. Und wenn das so explodiert, sieht der Gegner das in der Ferne, wo dieses Geräusch herkam. Aber ich glaube, er kennt ja sowieso alle Dead by Daylight. Das müsste ja eigentlich jeder schon gesehen haben. Mann, ich dachte, das ist der Killer, aber dabei ist das hier so ein, ja, was weiß ich. Ich finde es gerade echt irritierend, dass es hier so ruhig ist. Muss ich mal zugeben. Komm schon. Du verschissener Generator, hopp, hopp. Oh nein, er hat einen von uns. Der wird ihn jetzt an Haken hängen. Und da dort ist auch der Haken. Und da ist auch der Haken. Ich könnte ihn jetzt retten. Aber er ist natürlich immer hier unter mir. Haken schlagen, Haken schlagen. Ah, fuck. Puh, ja. Okay. Ah, nee, er hat... Ach nee, sie ist am Rennen. Okay. Ach so, wickeln. Ah, das habe ich vergessen. Man kann hier mit AD noch... ich versuche, das ist eh zu spät. Okay, hier ist eine Bärenfalle. Wo ist mein Partner, der versucht hin, den Generator noch zu machen? Ja, ja, bleib nur stehen. Oh Mann, ey. Ja, ich wehre mich deswegen nicht, weil ich gehört habe, dass es wohl mir mehr Energie abzieht, wenn ich mich wehre. Okay. Da rennt er rum. So, okay. Verschaffen wir immer noch ein bisschen Zeit, dann werden wir noch ein bisschen Space drücken. Ihm, er, ihr, ihr, weiß nicht. Oh, der Ausgang ist offen. Superklasse, aber ich glaube, ich werde das hier nicht überleben. Alter, renn. Aber er kommt nicht zu befreien, das ist ob das nicht nein, renn zum Ausgang. Ich bin gleich tot. Ja, er rennt weg. Okay, das ist gut. Oh, oh, Killer hinterher. Oh nein! Er hat ihn. Ja. Keine so gute Runde für uns. Und wir gehen gen Himmelreich. Puh, ja. Okay, dann würde ich sagen, war's das hier erstmal. Die Ladezeiten hier sind echt extrem lang und Lobbysuche und sowas. Deswegen werde ich einfach immer in die Matches, die Dinger hier mal rein seppen, das dann zusammenschneiden, dass ihr die ganzen Ladezeiten und sowas nicht seht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Oh, zweiter Platz. Sehr gut. Und tschüss. Bis gleich. Warum sage ich denn tschüss? Das ist ja ein eigenes Video. Ne? So, liebe Freunde, nächste Runde versuche ich mich jetzt mal hier an Dead by Daylight. Jo, okay, diesmal fangen wir gleich an und warten gleich gar nicht am Anfang. Okay, wir sind ist immer noch... Alter!
Es ist immer noch eine Überraschung, wer, was, wie. wer der Gegner ist. Also, nicht wer der Gegner ist, sondern... Na toll, der erste ist schon tot, oder was? Der hat den Motorsägenmann. Der hat den Motorsägenmann. Weil er mit Motorsägen umgehen kann. Okay. Wozu ist die beschissene Taschenlampe? Wow. Oh Mann, der erste schon wieder am Haken, der andere tot und ach du Kacke. Okay. Komm schon. Ich will den Herzschlag nicht hören. Nein. Boah, das war knapp. Okay. Schon die Motorsäge im Hintergrund. Das ist dann der nächste, der gerade stirbt wahrscheinlich. Oh, wie lange das dauert. Einer hängt schon am Haken, ist bald tot. Geht ja ganz, ganz fix heute. Komm schon. Und da vorne hängt wieder einer am Haken. Klasse. Okay, wir haben ein... Oh Gott. Bin ich jetzt echt alleine? Wozu jetzt genau die Taschenlampe sein soll, habe ich keine Dunst. Und ich bin mir zu... Ja, ziemlich sicher, dass der dort... Oh, er ist tot. Okay. Er wird mich holen, Was? Wozu ist die scheiß Taschenlampe da? Ich hab ihn angeleuchtet, genau. Hui, raus hier. Weg. Mit dem Motorsäge. Haken schlagen. Da kann doch gerade ausrennen, der scheiß Motorsäge. Zum Glück habe ich Videos geguckt. Alter. Er sieht ja meine Fußspur, wenn ich renne, ne? Oh, ich zitter am ganzen Leben, Leute. Oh, fuck! Scheiße! Dieser Drecksack! Nein! Ey, da war doch gerade ein Haken. Da hänge ich doch wenigstens daran. Ah, gut, dann wickel ich halt mal wieder schneller. Ja, da kann ich mich jetzt nicht mehr wehren als jetzt. Leck mich am Arsch. Das war jetzt eine schnelle Runde. Eieiei, jetzt war es schon wieder, jetzt ging es schon wieder ganz anders. So ja, da muss ich hier auch schon wieder einen Cut reinhauen. Ja. So, liebe Freunde, zurück bei The Daylight Werkstatt oder hier im Schrottplatz. Okay, alles ziemlich grün. Hier, Umgebung und so. Ich bin angespannt wie eh und je. Oh, jetzt bin ich vor dem Typ erschrocken hier. Ja? Der Typin, also für den Vibe da. Ja? Ob das... ja, ich... ich meine, die... Oh, da ist ja noch einer. Ich meine, das Krasse ist ja auch... Die Nebengeräusche sind echt noch so krass. Und das Doofe an der Sache ist halt eben... Man weiß nicht... wen der da als Killer genommen hat. Ich höre doch gerade hier irgendwie... Okay. Okay, irgendjemand geht schon wieder aufs Maul. Oh, ich brauch so einen scheiß... Generator, steht ein Schulbus. Ganz toll. Ich höre es irgendwie immer atmen. Okay, das scheint die... Oh fuck, wo? Oh oh.
Okay, da war auf jeden Fall hier. Ich laufe die ganze Zeit sinnlos im... Ich habe auch total Angst, mehr ins Map-Innere zu gehen gerade. Ah, da ist ein Kompressor. Kompressor. Generator. So. Das dauert immer so ewig, bis dieser blöde Generator angeschaltet ist. Komm schon. Okay, jetzt wurde schon wieder einer erwischt von den anderen. Man traut sich gar nicht wegzugucken von der scheiß Anzeige. Okay, einer kriecht. Nein! Oh, fuck. Obwohl, der ist gerade beschäftigt. Weitermachen, komm. Okay, wir haben einen Kompressor weg. Ach, einen Generator weg. Ich weiß auch gerade nicht, wo der Typ ist. Komm schon. Ach, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Und er hängt auch noch dort, genau dort. Weitermachen. Komm. Ach, weitermachen. Okay, einer ist wieder befreit. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bitte kein Spiel mehr. Ja. Okay, weg hier. Okay. Da ist der nächste Generator an. Drei Stück noch. Oh, fuck. Wo? Wo? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Schalala. Schalala, la 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 la. Er ist hier irgendwo und jagt mich, diese Drecksau. Du, er ist da. Oh, ich hab mich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Verdammte Axt. Rennt weg, Leute, rennt weg. Okay, guck, das ist, ja, das übersieht die anderen Spieler natürlich. Sehr cool. Achso, wiggeln. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, liebe Freunde. Wiggle, wiggle. Also alle, oh, die sind diesmal eine gute Mannschaft, wahrscheinlich, die einen hilft. Und hier, das geht zacki zacki und... Komm schon, komm schon, komm schon. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Weg hier. Oh. Super. Ich brauche irgendwo... Oh, jetzt hat er wieder einen, oder was? Jetzt fühle ich mich richtig schäbig, wenn ich jetzt einfach mein Zeug weitermache. Warum jammert der denn so laut? Ich brauche die, ich brauche... Ja, da. Komm schon, halt die Fresse. Halt die Fresse und schrei. Was? Komm schon, komm schon. Nein, er ist in der Nähe. Komm, 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 komm. Such die Kiste durch. Angst. Ich habe eine verschissene Taschenlampe bekommen. Ich weiß, hier unten bin ich gefangen. Jetzt weiß ich nicht, ob man... Komm schon, gib mir doch bitte ein Medipack. Ich will ein Medipack haben. Komm schon. Nein, 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 nein. Okay, er ist wieder weg. Hab ich jetzt ein scheiß Medipack? Ich hab das scheiß Medipack nicht. Ich hab keine Chance, wenn ich mich jetzt irgendwo verstecke. Klar, ne? Weil ich einfach zu laut schreie. Er ist schon wieder in der Nähe. Ich glaube es nicht. Okay, der Herzschlag wird schneller. Er sucht mich. Er hört, glaube ich, mich schreien. Ich weiß nicht.
dieses Rumgejammer von mir macht es gerade nicht besser. Die haben sich alle repariert. Hier ist ein Generator halb fertig. Den machen wir weiter. Meine Freunde, entkommt. Oh. Komm schon. Komm schon. Boah, Alter, jetzt hab ich gerade wieder mal... Oh, Alter, zweimal nacheinander. Hat er jetzt einen? Okay. Wo war denn jetzt der Scheiß? Übel vielleicht zurückgesetzt, den Scheißgenerator mit meinen zweimal. Ach! Komm schon. Ja. Komm, los. Mein Gott, warum dauert das denn so lang? Was ist jetzt? Entkommen, was? Was ist jetzt passiert? Online-Überlebender, was? Was ist jetzt passiert? Warum? Puh, keine Ahnung. Ja. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, machen wir dann mal noch ein was. Und zwar mit dem Killer würde ich gerne mal rumrennen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns da. So, meine lieben Freunde. Und ja, willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und heute habe ich mir gedacht, so als Abschluss dieses Dings werde ich mich mal als Killer aufmachen. Und ich habe den Geist genommen, und zwar von dem ich sprach, der sich unsichtbar machen kann. Das machen wir gleich mal. Ja, und den hätte ich jetzt auch gerne mal als Gegner gehabt, weil stellt euch jetzt einfach mal den Geist vor, wenn der als Gegner ist. Und diese ganzen Leute... Also das einzige Problem, man kann jetzt hier nichts machen. Ah, da guck mal, da ist er schon einer. Da ist er schon einer. Da ist einer. Ja, die sehen halt nur wenn sie gut hingucken, sehen die was. Ja komm, wie kann man den nochmal aufheben? Ah, mit Space, gut. So, ich bin doch ganz gut. Ja, das ist halt gemein, der Geist, ne, weil da kann sich halt, ja, wie gesagt, unsichtbar machen. Oh, jetzt muss ich erst also rumlatschen. Da wickelt sich natürlich hier gerade. Komm, häng dich hier ran, mein Freund. So. Na komm schon. Komm. Ja, mach doch. Ja, ich habe wieder solche Kunden, die sich gegenseitig immer wieder retten. Das hatte ich schon mal gehabt in der Beta. Da haben die sich ständig gegenseitig gerettet und dann ist das dann auch mal gar nicht geworden. Aber das Gute ist ja, was ich jetzt hier... Ich weiß nicht, ob das schon in der Beta so war oder... Ne? Und zwar, wenn man jemanden das zweite Mal an Haken hängt, dann ist der tot. Komm, lauf! Meiner! Lauf, komm, geht da drüber, genau. So. So, der ist jetzt sozusagen tot, weil den hänge ich jetzt zum zweiten Mal in den Haken. Aber selbst als Killer sind wir hier angespannt, das ist echt eigenartig. Obwohl man ja weiß, man hat die Oberhand. So, pass auf, da müsste ich vielleicht tot sein, oder? Ja, ciao. So. So, wir machen uns wieder unsichtbar.
schon etwa ein kleiner mieser Vorteil, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Aber auch nur, wenn man jemanden finden will. Ah, nice. Du kommst her. Und wir brauchen den Haken, der in der Nähe sich befindet. Na, dann mach den da hinten. Naja, hör auf zu wiggeln. Ja, das ist dann auch, boah, Alter, ganz schön beschissen gerade auszulaufen, wenn die sich dahin abwiggeln. Komm schon, komm schon, komm schon. Die können sich natürlich auch befreien. So, die wissen jetzt eigentlich, ach nee, gut. Okay. Okay, sie ist tot. So, wunderschön. Die Klappen hören die natürlich auch. Die wissen jetzt natürlich auch, dass ich unsichtbar bin. So, der Killer zu sein ist schon echt, ist, man ist zwar da auch ein bisschen angespannt, aber ist schon echt entspannter als... als der Gejagte zu sein. Und trotzdem muss man immer aufpassen mit den Bodenklappen. Aber jetzt scheint keine Bodenklappe auf zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Gibt's jetzt die... Sieht man das als Killer? Ist so eine Bodenklappe... In so eine Bodenklappe, ich glaube, das sieht man, ne, wenn es eine gibt, jetzt. Okay, wo ist der kleine Sack? Wir haben ja einen Generator, der läuft. Kann natürlich sein, dass der Wachkopf mir die ganze Zeit hinterher rennt oder läuft. Und dann hat man natürlich ein Problem. Ich sage, wenn sie einen ganz genau... Wenn sie ganz genau hingucken, sehen die mich auch. Da sieht man die Silhouetten. Silhouette. Silhouetten. Okay, entweder ist das so clever. Ich komme, um dich zu holen. Zack. Einmal haben wir schon. Los, hopp, 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 lauf zu, Mann. Ich bin durch das Fenster. Das ist natürlich jetzt immer schön. Hab dich, mein Freund. Ja, meine lieben Freunde, und so geht ein Sieg an den lieben Killer. Ja, du brauchst gar nicht wegzukrabbeln. Ich bin nämlich da und werde dich töten. So. Nimm mal den Haken da. Seht ihr? Danke. Oh, da ist ja doch noch einer am Leben. Das gibt's ja gar nicht. Ich sehe gerade, da ist noch einer am Leben. Den habe ich jetzt gar nicht so richtig gecheckt. Na komm. Stirb doch. Stirb endlich. Ja, und jetzt ist dann noch der eine da und da gibt es diese blöde Luke. Manchmal sind die auch hier irgendwo dahinter. Die sehe ich ja nicht. Komm schon. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen.
Okay. Okay, dann. Oh, jetzt ist nämlich da unten die Luke offen. Seht ihr das? Da ist die Luke offen. Der kann jetzt ganz schnell verschwinden. Indem er aber die Luke finden muss. Ja, wo die ist? Ich bin natürlich in der Hoffnung, dass ich die als erster finde, die Luke. Nicht. Und ich glaube, den Vorgang, bei dem ich so das Glockending gemacht habe, neben ihm, der hat sich bestimmt ein bisschen in die Hose geschissen. Kann ich mir mal vorstellen. Der wird jetzt sicherlich die Luke suchen, verdammt. Die ja wirklich überall sein kann. Ich habe mich jetzt schon gefreut, dass ich gewonnen habe. Ich habe den gar nicht gerafft, dass ne. Unbarmherziger Sieg. Warum Sieg? Ach, ist der raus oder was? Oder? Ist er jetzt entkommen? Nee, ich hab's geschafft, oder? Ich glaube, der hat das Spiel verlassen oder so. Kann das sein? Ja. Sieht so aus. Ja, ich hab's geschafft, liebe Freunde. Als Killer. Killer. Und ja, da wird's das erstmal gewesen sein von dem Eingezockt. Vielleicht kommt noch mehr. Ich weiß nicht, wer das Spiel sich noch holen würde oder wo ich und so. Das Spiel macht echt mehr Spaß, wenn man dann wirklich in einer riesen Gruppe ist mit 5 Leuten oder so. Oder ja, oder man zockt halt mal so miteinander. Mal gucken. Okay, also es macht auf jeden Fall sehr viel Bock. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Videos. So mal macht mega Bock, mega Laune. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich.